Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir hören in diesem Evangelium, wenn ich das richtig sehe, das einzige konkrete Angebot, das Jesus überhaupt uns macht, nämlich, dass er uns, wie es hier heißt, Ruhe verschaffen will. Tolles Angebot. Wenn ich mir die Wirklichkeit anschaue, hier bei uns, von unseren 4 Verwaltungsleitern sind 2 inzwischen krank wegen Überlastung. Dann permanent Vorwürfe. Jemand macht zu wenig. Zuletzt ein Krisengespräch unter Hauptamtlichen, wo sie ihre Arbeitsleistung aufschreiben, präsentieren, dem anderen sagen, du machst aber zu wenig. Ähnliche Vorwürfe aus den Gemeinden und so weiter und so fort. Ich sage ehrlich, ich frage mich manchmal, wenn ich diesen Druck spüre und dieses Vorwerfen immer mehr, warum tue ich mir das hier eigentlich alles an? Hat das überhaupt Sinn? Jesus sagt hier wörtlich, ich will euch Ruhe verschaffen, und zwar ganz wörtlich, ich will euch aufhören machen, ich will, dass ihr aufhört. Das ist spannend. Ist es nicht so, dass wir uns in unseren Gemeinden und der Kirche insgesamt irgendwie totlaufen? Wir machen, 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 machen. Und wofür? Die Leute laufen weg. Schauen wir die neuen Statistiken an. Das ist doch himmelschreiend. Das ist doch ein Riesenproblem. Das geht doch so nicht weiter. Die Ressourcen laufen uns leer. Äußerlich und vor allem innerlich. Das ist nicht nur ein Problem in der Kirche und unseren Gemeinden, dass die Ressourcen leer laufen, ist ein weltweites Problem, wie wir miteinander und unserem Planeten umgehen. Aber wir müssen uns fragen, als Gemeinden, als Kirche, strahlen wir überhaupt noch etwas aus oder sind wir einfach nur müde und kaputt und machen uns immer müder und kaputter, und zwar gegenseitig? Jesus zieht hier die Vollbremse. Anders kann man das nicht nennen, was er da sagt. Nicht gegen Engagement, also nicht falsch verstehen, aber gegen eine verkehrte Reihenfolge. Die Reihenfolge muss stimmen. Einen Christen, eine Christin erkennt man nicht am Engagement. Das ist ganz wichtig. Den Druck darf man sich nicht machen. Sondern an dem, was sie oder er empfangen hat. Darum geht es. Und dann das, was davon ausstrahlt und wirkt. Aber nicht machen, machen, tun, 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 Engagement. Das kommt danach. Die Frage ist, ob wir mit dieser Reihenfolge, die für Jesus ganz klar ist, Jesus ernst nehmen wollen. Ist das vielleicht nicht unser Problem in der Kirche, dass wir alles besser wissen als der Herr selber? Aber haben wir das Recht dazu, es besser zu wissen? Es geht um das Gleichgewicht von innen und außen. Und ich habe den Eindruck, und ich glaube, das teilen wir doch, diesen Eindruck, dass dieses Gleichgewicht gestört ist, dass das Äußere einen viel zu hohen Stellenwert einnimmt. Und da kann es nur eins geben, wenn das Gleichgewicht falsch ist, muss das Äußere weniger werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Die äußeren Umstände zwingen uns momentan dazu, aber eigentlich ist das ja gut, damit das Gleichgewicht stimmt. Vor allem eben diese Beschäftigung mit den äußeren Dingen bei uns. Alles muss schön und ordentlich sein, ist gut. Aber wenn das Überhand nimmt, das Gleichgewicht nicht mehr stimmt, dann muss das weniger werden.
Die finanziellen Mittel werden uns in Zukunft dazu zwingen. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Was kann das konkret positiv heißen im Blick auf dieses Gleichgewicht, auf unser Inneres? Ich denke, das hat Wirkungen auf unser Miteinander. Jesus sagt, niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und niemand den Sohn, nur der Vater. Wir sind eigentlich doch Söhne und Töchter Gottes. Und dann sich klarzumachen, es geht nicht darum, was andere von mir denken, welchen Eindruck ich mache, was ich mir erarbeite, wie ich rüberkomme, sondern was Gott selber von mir denkt, was der in mir sieht, das ist das, der kennt mich wirklich. Also weg mit diesem ganzen Druck, dieser ganzen Selbstrechtfertigung, dieser ganzen Bestätigung nach außen. Das Schlimme ist, dass wir gewaltig genötigt sind zur Selbstdarstellung. Auch das ist ein großes gesellschaftliches Problem, was uns kaputt und müde macht. Jetzt in den Krisenzeiten umso mehr, aber das war doch immer schon so. Nur jetzt spüren wir diese Müdigkeit noch stärker. Wir empfangen uns von Gott, der uns Vater und Mutter ist. Es geht also nicht um das, was wir aus uns machen müssen. Wir machen uns nicht selbst. Ich möchte es mal noch mal hart sagen, unsere Zeit und unsere Kirche braucht nicht die Macher, sondern vielmehr die Stillen, die Eremiten, haben wir ja auch bei uns, Gott sei Dank. Ich meine damit vor allem im weiteren Sinne die, die eben einkehren. Das ist das. Die einkehren beim Herrn selber, die sein Angebot annehmen. Und ist es wichtig, dass wir dieses wieder lernen. Das ist das ursprüngliche Wesen des Betens, bei Gott zur Ruhe kommen, damit er mich beschenken kann. Da gibt es viele Wege, viele Techniken. Es ist also der Weg des Herzensfriedens, auf den Jesus uns locken will. Es tut mir manchmal weh, wenn ich sehe, dass so etwas, Ruhe, Meditation, Stille, nicht mehr bei uns in den Gemeinden, in der Kirche gesucht wird, sondern ganz woanders. Aber genau das ist unser eigentlicher Schatz. Und ich kann es nicht oft genug sagen, da können wir gewaltig von den Kirchen des Ostens lernen. Die haben viele Probleme nicht, die wir haben, wegen unserem immer mehr machen, machen, machen. Diesen Herzensfrieden, den dürfen wir uns wirklich schenken lassen. Das ist etwas, was uns zusteht und nicht irgendein Luxus. Aber diese traurige Frage, überlegen wir selbst, wird das bei uns noch gesucht? Suchen wir das bei uns? Natürlich sind diese Worte Jesu und die Weise, wie ich das jetzt hier auslege, für manche sehr Engagierte bei uns ein Schlag ins Gesicht. Das möchte ich natürlich nicht. Aber es geht darum, dass Jesus uns festhält, dass er sagt, warte mal, lauf nicht einfach immer weiter und mach. Komm du auch mal zur Ruhe. Es geht darum, Neues zu entdecken, dieses Gleichgewicht von innen und außen. Unsere Zeit braucht das. Und daraus bin ich fest überzeugt, daraus wird dann ein nachhaltiges Handeln und Engagement und vor allem auch Gestalten wachsen. Das, was nicht nur die Kirche braucht, sondern unsere ganze Welt braucht.